So, Sonntagmorgen. Ja, und eine Altbekannte steht hier auf der Hebebühne. Es ist die SR50. Ja, vor 5 Monaten ausgeliefert. Und in den 5 Monaten ist diese gute Maschine genau 6 Kilometer bewegt worden. Und davon 3 gefahren und 3 geschoben. Gibt ein Problem. Ich habe ja beim letzten Video in der Serie gesagt, ja, wir müssen dann mal gucken nach den Vergasereinstellungen. Und das soll jetzt passieren. Aktuell haben wir hier das Problem, dass sie zwar wunderbar anspringt und einen kräftigen Zündfunken hat, aber sobald ich hier vom Schok runtergehe, so unterhalb der Hälfte, ja, dann geht sie aus. Also, sie hält kein Standgas. Das kann jetzt viele Gründe haben. Das Schlimmste wäre eine Undichtigkeit, möglicherweise Mitteldichtung. Das wäre das Schlimmste, dann muss der Motor auseinander. Das Einfachste wäre natürlich, wenn hier, ja, in der Nebendüse oder der Vergaser allgemein, ja, verdreckt ist. Das lässt sich dann schnell beseitigen. Ich hoffe, das ist dann auch der Grund, warum sie im Häkchen warmen Zustand ausgeht. Ich habe damals ja neue Unterbrecher und neuen Kondensator eingebaut und auch einen hochwertigen Kondensator. Das ist natürlich das Naheliegendste, wenn man im Internet sucht, warum geht eine Simmer aus. Ja, Kondensator, ne? Wenn sie warm wird, oftmals ein Grund. Kann man natürlich so ein bisschen beseitigen, das Thema, indem man eine Wape einbaut. Ich denke, auf langfristig gesehen wird hier eine Wape reinkommen. Der Besitzer sagte schon, Mensch, er ist bereit, die guten 300 Euro hier auszugeben und hier eine Wape einzubauen. Ja, aber nichtsdestotrotz muss er ja auch mit dieser Konstellation, mit diesem Setup laufen, also mit dem Sparvergaser, der hier eingebaut ist und der original ja seit, glaube ich, 1986 in den Simmen eingebaut wurde, muss die auch entsprechend, ja, laufen. Und das wollen wir probieren. Ich werde den Vergaser jetzt rausnehmen und reinigen und ja, dann mal schauen, ob sie denn das Standgas wieder hält. Und dann werden wir uns der Zündung widmen, ob es denn tatsächlich das Problem ist, warum sie denn im warmen Zustand ausgeht. Ja, ich nehme jetzt den Vergaser raus, lege den Ultraschallbad rein und lasse den erstmal ordentlich durchköcheln, ja, auch wenn es ein neuer Vergaser ist und auch wenn der Tank ausgespült wurde. Man kann nie ausschließen, dass dann doch nochmal irgendwo mit kleinen Rostpartikel da irgendwo durchgeflutscht ist und jetzt im Vergaser hängt. Also Vergaser raus, Vergaser sauber machen. Ja, und solange werde ich mich denn diesem Thema widmen, und zwar den Motor- und Getriebeteilen der Schweinestall-Honda Lead. Man kann ja immer leicht alles auseinanderrupfen und in wunderbaren Kisten packen, aber irgendwann kommt der Tag, da muss man das Ganze auch wieder zusammenbauen. Und ich glaube, da werde ich mich heute auch noch mit beschäftigen. Ich habe alle Lager da, die ich dafür brauche. Ich habe die Dichtungen da. Dann kann man sich auch, ja, diese 2, 2,5 Stunden mal ans Bein binden und den Motor wieder zusammenbauen, inklusive Getrieberevision. Ja. Das war absolut die richtige Entscheidung, den Vergaser hier rauszunehmen. Und ich bin auch wirklich verwundert, weil es war ja ein fabrikneuer Vergaser, den wir hier eingebaut haben vor 5 Monaten. Aber so sieht der denn aus. Ja, schön grün, angelaufen. Die Dichtung sitzt alles andere als gut hier von der Abdeckung der Düse. Und ja, in der Schwimmerkammer hat sich schon das allseits beliebte Grün gebildet. Ja, Benzin, Wasser ist da nicht drin, so wie es aussieht. Ja, doch, auch so ein bisschen Wasser ist da auch drin. Ja, also Vergaser auseinandernehmen und dann kommt da erstmal ein Ultraschall. So kann das nicht funktionieren. Ja, die Simson-Teile sind in dem Ultraschall. Da gibt mir jetzt die Gelegenheit, ja, und vor allen Dingen viel Zeit, die Motorenteile von der Lead sauber zu machen. Ja, der Name Schweinestall-Lead ist hier wirklich passend. Ja, innen sowie außen, Katastrophe. Ja, das wird jetzt wohl die nächste Stunde meiner Arbeit sein, die Motorenteile zu reinigen. Ja, hilft nichts. Muss auch gemacht werden. So, heute ist Mittwoch. Weiter geht's. Ja, ich habe noch die wirklich unbeliebte Aufgabe, die Motorteile zu reinigen. Ja, und vor lauter Verzweiflung oder Faulheit vielmehr habe ich mir auch so ein paar Videos bei YouTube angeguckt, wie Leute ihre Motorenteile reinigen. Also das ist wirklich abenteuerlich, ne? Also, ich habe da Leute gesehen, Backofenspray, Simply Green, irgendein Putzmittel aus der Raumfahrt, sollst du da drauf packen und Zitronensäure und all so ein Scheiß.
Also, das ist für Leute, die Langeweile haben. Ja? Also, das muss man ganz ehrlich so sagen. Mein Tipp ist ganz klar, wenn ihr solche Teile hier reinigen müsst, braucht ihr genau zwei Sachen. Ein Pinsel, wirklich ganz wenig Diesel und ein Dremel mit Drahtbürstenaufsätze. Ja, da gibt es verschiedene. Da gibt es solche Tellerbürsten hier. Da gibt es solche Stifte. Ja. Und es gibt da ja verschiedene Aufsätze. Und damit kann man wunderbar in die Ecken reinfahren. Erstmal das Teil mit ein bisschen Diesel abpinseln, damit dieser anhaftende ja, Öl, Schlamm, Dreckgemisch darunter geht. Und dann in die Ecken ein bisschen mit dem Dremel reinfahren. Und nach kurzer Zeit sind die Teile sauber. Ja. Und wenn ihr dann den Diesel da drauf habt, nehmt ihr noch ein bisschen Bremsenreiniger, um den wieder runter zu spülen. Und sauber ist das Teil. Ja. Also da braucht ihr nicht 5 Tage in irgendein Ultraschallbad mit irgendeiner arschteuren Flüssigkeit bei 45 Grad, bei nur zunehmenden Mondphasen. Das ist alles scheiße. Lasst euch da nicht verarschen. Nehmt ein bisschen Diesel, nehmt einen Pinsel, Dremel mit Drahtbürste oder auch, wenn ihr keinen Dremel habt, dann macht es damit mit der Hand oder mit der Zahnbürste, um in die Ecken reinzukommen. Fleißarbeit, 1 Stunde und die 3 Teile, die man dafür braucht, sind gereinigt. Das mache ich jetzt noch schnell fertig und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, ja, das war jetzt keine Stunde. Und die Teile liegen jetzt hier, sind entsprechend gereinigt. Ja, mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Ja? Also 1 Stunde Arbeit und die Teile sind super. Ja, da kann man natürlich, wenn einer Langeweile hat, kann er da auch 5 Wochen dran rumputzen. Das kann man natürlich auch machen, aber für meine Zwecke reicht das so hin. Ja, also wie gesagt, Diesel, hohe Fettlöse- und Drecklösekraft, dann ein bisschen mit einer kleinen Drahtbürste drüber oder mit einem Dremel und zum guter Letzt mit Bremsenreiniger den Dreck runterspülen. Ja. Das sind die kleinen Bürsten, die ich dafür jetzt benutzt habe und die jetzt auch aufgebraucht sind. Aber die kosten nur ein paar Euro. Die kauft man immer so ein 100er Set. Die lohnen sich immer. Ja, okay, weiter geht's. Ich fange jetzt mit dem Getriebe an. Getriebeteile sind da, die Dichtung ist auch da. Das ist die gleiche Dichtung, die übrigens Peugeot SC oder Hercules SV50 verbauen. Ja, also, wenn er die nicht für eine Lead findet, dann sucht mal unter SC50, baugleich. Ich habe mir die jetzt natürlich einmal kopiert auf meinen Scanner und dann kann ich die mit einem Schneideplotter x-fach jetzt kopieren. Dann brauche ich die nur einmal kaufen und dann hat man die immer auf Vorrat. Ich zeige euch das mal in einem der nächsten Videos, wie das denn entsprechend mit dieser Kopiererei dieser Dichtungen wunderbar funktioniert. Ja, zur Kopiererei ist es auch mittlerweile das Set angekommen, die das hier verfolgen, wissen ja, dass ich vorhabe, den Seitengriff der Honda Lead in Silikon nachzugießen. Da gibt es einmal den Silikon-Kautschuk, den man benötigt, um die Form herzustellen. Und dann gibt es diesen Flüssigkunststoff, den man dann dazu benutzt, den Gießharz, um die Form dann auszufüllen. Ja, das kommt einen der nächsten Videos, werde ich das mal machen. War jetzt für diese Spielerei, die ich ja vorher war, auch nicht ganz so günstig. Die beiden Komponenten waren jetzt 60 Euro. Naja, hoffentlich klappt das dann auch. Okay, ja, weiter geht's, wenn die Getriebelager da sind, auf dem Tisch und dann hole ich euch wieder dazu. Ja, so einen gewissen Vorrat an Lagern sollte man immer da haben. Es gibt so die 60er und die 62er Serie von den Lagern und da kann man sich schon mal ein paar hinlegen. Ja, also, ich habe das hier mal hingelegt, um euch das zu zeigen, was da verbaut wird. Wenn man natürlich Lager da hat, sollte man auch so ein paar Simmerringe da haben. Die braucht man immer. Und haben besser als brauchen. So, schauen wir mal. Insgesamt brauchen wir 4 Lager, um das Getriebe zu erneuern. Und 2 Simmerringe, logischerweise. Simmering Ausgangswelle, Simmering Eingangswelle. Dann innenliegendes Lager von der Eingangswelle, Zwischenlager, Lager der Zwischenwelle und Ausgangslager von den beiden. Wobei das geschlossen ist, weil das hinter den hinter dem Wellendichtring sitzt und halt nicht mit Öl versorgt wird. Ja, ansonsten ist da nicht viel zu sagen. Wenn man so zusammenrechnet,
was diese Lager gekostet haben, ist man ungefähr so bei 15 Euro. Braucht man noch eine neue Dichtung dazu. Die liegt hier auch. Wenn man sie nicht hat, muss man sie teuer im Set kaufen. Aber wenn man sie hat, naja, Euro, anderthalb. Ja, wie rum kommt sie denn? So rum kommt sie. Ja, also hat man dicker Daumen, so um die 20 Euro. Und man kann eine Getrieberevision entsprechend hier durchführen. Ja. In dem Falle war das auch echt nötig. Ich weiß nicht, wo der Motor mal war. Ob der mal 2 Meter im Moor oder Torf eingesunken war. Die ganzen Kanäle hier in diesem Bereich waren komplett zu. Ja, das ist also, wenn der Motor überschäumt mit dem Öl, dann geht es ja hier raus und hier raus zur Entlüftung. Die waren komplett zu, da war nichts mehr mit Entlüftung. Komplett voll mit Schmodder. Ja, also jetzt geht es ums Einbauen. Kommt in der nächsten Folge. Lager warm machen, einpressen, wie man das alles macht. Zeige ich euch dann. Für heute soll es das gewesen sein. Ich habe hier immer noch die Simmer auf der Hebebühne stehen. Ja, die muss auch weitergehen. Der Vergaser ist gereinigt. Ich hoffe, dass das Vergaserproblem oder das Leerlaufproblem vielmehr am Vergaser lag und dass er jetzt schön ruhig vor sich hin tuckert und dass man dann halt raussuchen kann, ob es der Kondensator ist oder ob es tatsächlich hier ein Zündungsproblem ist. Und dann werden wir vielleicht sehen, ob wir eine Vape einbauen. Das werden dann mehrere Folgen werden, wenn die Vape reinkommt. Aber mal abwarten. Okay, so viel dazu. Daumen da lassen, Abo da lassen, damit es hier auch ein bisschen weitergeht.